Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben und mal wieder herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute zum Thema Schulen, der Ort, wo Anstand, Charakter und Freiheit vernichtet wird. Ja, heute habe ich etwas harten Tobak mitgebracht, ein Dokument, ein Audiodokument einer Schülerin, was mir zugesandt wurde. Doch hören wir uns das erst einmal an. Hallo. Sobald du eine Maske gekriegt hast. Ich habe einen Attest. Ich kann schon vorzeigen. Wie kommt das vor? Ich kann Ihnen das zeigen. So, wenn ich meine Brille angekommen habe. Machen, dann würde ich das nicht. Dann kannst du es auch nicht gelten lassen. Ja. Das ist keine Ärztin. Die kenne ich nicht an. Das ist keine Ärztin. Eine Psychotherapeutin. Ich will ein ärztliches Gutachten haben. Also, hast du eine Maske aufzusetzen? Hast du einen negativen Test? Nein. Dann bist du genesen? Bist du geimpft? Nein. Dann weißt du, dass du die Schule nicht betreten darfst. Ja, aber was sind deine Aufgaben? Wo soll ich die dann erledigen? Du hast deine Schulpflicht zu erledigen. Das heißt, du musst entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Ich möchte nicht testen. Das ist aber die Vorschrift. Ja. Und ich diskutiere mit dir nicht über gesetzliche Vorgaben. Und mit deinen Eltern auch nicht. Ich habe das jetzt ganz deutlich gemacht. Du verletzt deine Schulpflicht. Aber sie müssen mir dann die Aufgaben schicken. Nein, muss ich nicht. Weil du musst sie dir holen in der Schule. Und dazu musst du dich entweder testen, muss genesen sein oder muss geimpft sein. Ich möchte mich nicht testen, ich werde nicht testen. Ja, das geht aber nicht nach Möchte, sondern es geht nach gesetzlichen Vorgaben. Und die haben wir zu vertreten und einzufordern. Und wenn du das nicht machst, verlässt du deine Schulpflicht. Ganz einfach. Und dann wird es eine Anzeige bei der Stadt geben und dann kostet das Geld. Ja, das weiß ich, aber wenn sie mir den Schulpflicht verweigern, dann brauche ich meine Aufgaben. Schon irgendwie, dann müssen sie mir die schicken. Ich muss überhaupt gar nichts. Du musst. Ich muss mich auch nicht testen lassen. Doch. Nein. Das ist meine Entscheidung, mein Körper. Ich muss es nicht machen. Doch. Wer hat das Recht auf eine freie Entscheidung? Liegst du im Moment falsch. Und ich habe euch alle Papiere zugeschickt. Aber ihr wollt nicht hören. Das ist euer Pech. Wir werden das weitergehen. Ganz einfach. Können wir gerne machen. Ja, dann machen wir das. Nee, ich brauche irgendwie auch meine Aufgaben. Ja, wenn ich sie nicht bekomme, dann müssen sie mir die zuschicken. Nee, muss ich nicht. Versuch sie doch anders zu organisieren. Du wirst ja vielleicht auch noch Kontakt haben zu deinen Klassenkameraden. Trotzdem verletzt du deine Schulpflicht. Ich muss dir doch nicht irgendwas hinterherbringen, nur weil du irgendwas nicht willst. Ich bin nicht dein Gigi hier. Wirklich nicht. Völliges Missverständnis. Völliges Missverständnis der Lage. Nebenbei, 980 andere Leute haben da keine Probleme mit. Würde ich mal versuchen, drüber nachzudenken. An deiner Stelle. Also jedenfalls ohne Test lasse ich dich nicht in die Schule und würde... Das habe ich verstanden. Gut, dann würde ich dich nur in das Schulgebäude wieder verlassen. Ja, mache ich, aber trotzdem ist mit den Aufgaben... Nee, ist nicht meine Pflicht. Nein. Und selbst wenn du sie machst, besorgst du dir, du hast ja Klassenkameraden, du wirst ja vielleicht Kontakt haben. Aber sie denken jetzt wohl nicht, dass alle, ja, dass sie mir jeden Tag Hausaufgaben schicken, meine Klassenkameraden. Ja, aber dafür bin ich nicht verantwortlich, weil du dich nicht in die Schule zu kommen, um dir die in der Schule zu holen, weil du am Unterricht teilnimmst. Aber es ist ja keine Pflicht, sich testen zu lassen. Doch. Wenn man reinkommt, ja, aber ja. Niemand wird hier gezwungen. Doch. Ich lasse mich nicht zwingen, das zu machen. Nee, mach ich nicht. Ich möchte es nicht, bin ich krank, ich habe keine Symptome. Aber du hast dann, wie gesagt, keine Berechtigung, das Schulgebäude zu betreten. Das ist auch alles schriftlich festgelegt. Steht auch ganz deutlich drin, Schülerinnen und Schüler, die das nicht machen, verlassen die Schule. Will ich jetzt auch nicht lange darüber diskutieren. Habt ihr es deutlich genug gesagt? Ich habe es nochmal bekommen, schriftlich. Alles gut. Müsst ihr wissen, wie ihr damit umgeht. Okay? Mhm. Also ungetestet verlässt jetzt bitte umgehend das Schulgebäude.
Ja. So ist das in Nazistaaten. So ist das, wenn man Nazis die Gewalt gibt, Kinder zu erziehen. Das ist erschütternd. Aber wisst ihr, was mich noch mehr erschüttert hat? Die Mitschüler. Habt ihr irgendeine Intervention, irgendeinen Hilfeversuch, irgendein Aufbäumen der Mitschüler erlebt? Genau. Und deswegen ist Deutschland ein verlorenes Land. Weil mit dieser Generation wird keine Veränderung möglich sein. Kein Mensch ist dem Mädchen zur Seite gesprungen. Keiner. Ich habe schon mehrere solche Dokumente aus Klassen erhalten über die letzten 2,5 Jahre. Und es geht hier nicht um die Absurdität der Rechtsstaatsverletzungen. Denn wenn jemand eine freie Willensentscheidung trifft, trifft er die. Es geht um den Charakter dieses Landes. Deutschland war Nazi, Deutschland ist Nazi und Deutschland wird immer Nazi bleiben. Und das beweisen die Menschen. Die Menschen, die nicht aufstehen. Und jetzt sagen manche, ja, aber. Scheiß auf ja, aber. Natürlich gibt es einige Menschen, die aufstehen. Aber es sind viel, viel, viel zu wenige. Dieses Land ist in der Wolle tief Nazi, weil sie es lieben. Das merkt ihr ja diesem ekelerregenden, ich will ihn nicht Menschen nennen, Subjekt an, was dieses Mädchen mit geradezu perversem Genuss auf die Regeln hinweist. Und jetzt dürft ihr eins nicht machen, nicht hassen. Solche Verbrecher verdienen keinen Hass. Solche Verbrecher werden ihr gerechtes Urteil erhalten. Verachten dürft ihr sie. Ausgrenzen. Und da setzt es an, wo Eltern auch versagen, ihre Kinder zu erziehen und zu sagen, steh auf. Ich weiß nicht, wie viele Einträge im Klassenbuch, so hieß das, glaube ich in meinem Leben angesammelt habe. Es dürfte dreistellig gewesen sein. Aber ich wäre nicht sitzen geblieben. Ich weiß, dass in der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin oder gehen musste, es war ja keine freiwillige Entscheidung, ich bin ja auch meistens weggeblieben, aber von 1965 bis 1977 wäre das alles nicht möglich gewesen. Natürlich hatten wir in unserer Klasse auch die angepassten Arschlöcher. Die hat es immer gegeben. Aber wir hatten locker die Hälfte, die aufgestanden sind, die sich gewehrt haben, die nicht mitgemacht haben. Und wenn das hier Kinder und Jugendliche sehen, dann ermutige ich euch, steht auf, wehrt euch. Lehrer sind ein Scheiß. Ich habe nie auf Lehrer was gegeben. Ich habe nie auf Lehrer gehört. Ich habe nie gemacht, was die wollten. Ich bin immer angeeckt. Und das ist der einzige Weg, glücklich, zufrieden und erfolgreich durch Leben zu gehen. Nicht anpassen, anecken. Ganz bewusst sich erheben, aufstehen. Ich weiß nicht, wie viele Ventile von Autos und Fahrrädern wir Lehrern abgeschnitten haben, die sich nicht benehmen konnten. Die konnten sich danach benehmen. Garantiert. Ich habe früh in der Gastronomie angefangen zu arbeiten. Da waren die Lehrer dann ganz brav. Ich habe sie rausgeschmissen, habe gesagt, du bist hier nicht erwünscht. Wir duzten damals teilweise die Lehrer. Lehrer sind bei uns heulend aus der Klasse gerannt. Männer und Frauen. Weil wir gesagt haben, mit uns nicht. Fickt euch. Und das muss wiederkommen.
Die 68er haben vieles falsch gemacht, vieles kaputt gemacht, vieles in die falsche Richtung gedreht. Aber damals war die Gesellschaft tief gespalten in rechts und links. Heute ist sie gespalten in links, mittellinks, ganz links und grün. Und 50 Jahre Indoktrination, 50 Jahre Brainwash, 50 Jahre alles friedlich, du darfst keine Gewalt anwenden, haben das erreicht, dass dieses Mädchen ganz alleine dasteht. Und deswegen ist es allerhöchste Zeit, mal wieder das, was wichtig ist, ins Zentrum zu rücken. Anstand, Charakter und Freiheit. Und dafür zu kämpfen. Euer Klaus von Grenzenlos Leben.